ein lautstarkes Hallo aus Rapido City, der Pokémon der Stadt der harten Musik, und ich begrüße euch zu einer weiteren Folge der Cage Lock mit dem One and Only Mimsu. What up? What up? It's your boy Skinny Penis 69. Skinny Penis. Immer besser als Small Penis. Ist immer noch für mich besetzt. Was? I guess. Ich meine, ich könnte mich ja auch Lactose Intolerant 69 nennen. Oh nein! Weißt du, was das für ein Kopfkino ist? Keine gute Kombination, das sage ich dir. Ich meine, das ist halt der Name, I guess. Ja. Mein Fuß. Ah, oh, so. Alright, also, was steht denn heute an, Kentakio? Heute machen wir Arena und sehr wahrscheinlich Cage Lock. Und, ja, beim Grinden ist mir, by the way, mein Lamus verreckt. True. Und ich habe ein Aerodactyl Need gefunden, weil ich habe ja gesagt, oh, die sind hier schon Level 40. Ich habe gesagt, ich mache offscreen noch die Pokébälle auf der anderen Route und yeah. Fast das gesamte Team ausgetauscht für die Arena und alles auf 40 gebracht auch noch. Extra. Und ich bemerke, 40 ist gerade mal das Level der Trainer. Top. Das wird wild. Und ich habe nur 5 Pokémon auf Level 41, ne? Oh nein. Zugabe, ja mach mal. Das, Weil ich habe halt jetzt keinen Mon dazwischen gegrindet. Ich habe nur mal geguckt, was sich das Gravi entwickelt. Wie oft will ich mich noch hintereinander... Hallo. Das PC kann nur Statusattacken oder so. Insomnia, ja. Schlaflos in Seattle. Let's go, jetzt komm durch, Mann. Schlaflos in Seattle und verwirrt in Romantia City, oder was? So, danke. Hornweise. Senior. Komm, ich mach Switch Training. Oh nein, ich hab ja noch das Glücksalter drauf. Feenaura. Der Feenaura ist aber wahrscheinlich Käfer, maybe. Ich mach mal eine Finstaura. Werd ja Tag ab. Ah ja, cool, danke. Bergsturm. Danke für nichts. Danke für nichts. Und nicht war sehr effektiv. Kampf. Er ist wahrscheinlich Psycho. Ja? Es kann sein. Oder Geist. Alter. Urteilskraft wie Senior, let's go. Okay. Schwierige Lage. Okay. Kein Crit. Jetzt aber Blitzschlag. Ich connecte den. Easy. Bam, Junge. Overkilled. Imagine, du würdest so Bonus-Experience kriegen dafür, dass du den Gegner overkillst. Bonus-Experience für Crits, ja, Mann. Da sehe ich mich eigentlich auch. Bonus-Level für den Crit. Blitzschlag, hinterher, komm, connecte. Das hat keine Wirkung. Oh, oh. Der ist ground, der ist, oh, der ist so ground. Ja. Oh mein Gott, das hat wehgetan. Roxanne. Schnarchnase! Alter! Sick. Imagine, du kriegst ihn als Encounter. Hör mir auf, Alter. Bitte nicht. Schnarchnase, Shadrago. Ja, Huge Power, Shadrago, das ist der Bastard. Aber vieles mit Huge Power ist Bastard. Die haben doch gar keins Encounter mit Huge Power, oder? So wirklich? Doch, meine Knievo hatte eins. Also ein Huge Power. Das stimmt. Aber ich hatte es ja freigelassen wegen Dupes.
Den hättest du mit Eviolite spielen können, glaube ich. Weil der hat ja, glaube ich, eine gute Base. Gute Angriffsbase. Ja, ja. Safe, safe. Aber ich habe mich für Capoeira entschieden, weil Diversity und so einfach, damit man mehr Mons sieht. Ja. Für den Content. Man kennt ihn. Siedewasser, bitte komm durch, bitte komm durch, bitte komm durch, bitte komm durch, bitte komm ehrenlos. Kosmikkraft. Dieser Kosmikkraft-Spam ist echt absolut disgusting. Hat das bei dir auch gemacht? Ich hatte auch einen Mon vor meiner Nase mit Kosmikkraft, Maya. Ah, Junge. Okay. Die wollen dein Blut haben. Ja, ich sehe schon. Ja, die Arena ist nicht ohne bisher. Ja. Grasmixer. Ja, wahrscheinlich. Uff. Wahrscheinlich wusste er, dass ich in ein Boden-Pokémon gehe. Er hat kein Special Attack. Das heißt... Ja, aber senkt halt Genauigkeit, ne? Ja, okay, das stimmt. Oh, das macht gar nichts. Ich hab mir null gemerkt, wo ich jetzt lang gelaufen bin, wenn ich ehrlich bin. Ah, haha, natürlich lande ich wieder da. Da bin ich schon. Okay. Könnte in King gehen. Einen würde ich noch easy tanken, das heißt, ich würde King heilen und dann in King gehen, okay. Okay. Nochmal Cosmic Kraft. Okay, let's go, King. Okay, let's go. Okay, let's go. Please do your job, please. Yes. Und... Okay! Junge, warum kassiere ich jetzt Zito Mega vor der Nase? Ich hab echt Angst. Das Wasser soll Blau auch echt nicht down gehen, wa? Nee, wegen der Kosmikkraft. Donkey. Wunderraum. Okay. Bin ich gut. Danke. Tschüss. Goodbye. Top. Wieder Premium AI. So, King ist 41 und damit kann ich eigentlich wieder zurück zum Pokémon Center laufen. Mein gesamtes Team ist almost dead. Junge, das Wasser-Snob. Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben so ein krankes Faser-Snob gesehen. Okay, habe ich ein Fluchtseil? Nein. Fuck, und ich weiß noch nicht mehr, wo ich herkam. Infizierung? Wenn jetzt Ground-Type bist. Bro. Das war gerade richtig seltsam, ne? Pass auf, er hat Elektrifizierung eingesetzt, wodurch ja meine Attacke zum Elektrotypen wird. Und dann habe ich Drachenklaue als Elektrotyp gedrückt und wurde zum Elektrotypen. Das war wild. Das war richtig wild. Und ich habe Flammenkörper kassiert, natürlich. Weißt du, Du verlierst einen Mon, weil sich zweimal hintereinander Flammkörper nicht aktiviert und nur Crit abkassierst. Und ich drück einmal Drachenklaue und kassier instant Flammkörper. Das ist wieder so lächerlich, das Spiel. True. Facts. Richtig Facts, Alter. Aber wir haben es ja schon festgestellt. Der Randomizer will es mir schwer machen. So, und dann einmal rechts. Und dann wieder rechts. Oh. Ich verstehe sogar sehr gut. Warum gewinnt er den Speed-Teil? Chill doch. Lass mich doch immer den Speed-Teil gewinnen. Bitte, er ist einfach besser. Ja. He's built different.
halt einfach Doppelgänger Radikal, Mann. Was soll man machen? Auch wild eigentlich. Do be build different. Weißt du, was broken wäre? Shannara oder Hytyra mit Doppelgängern im Spiel. Das ist ja crazy. Ja, fühle ich. Also ich meine, imagine, da ist so ein, keine Ahnung, was ein heftiger Angreif, was ein heftiges offensives Mon. Was weiß ich, ein Brutalander oder so. Dann transformierst du dich zu dem, aber hast die HP von Shannara oder Hytyra einfach noch. Weil das ja das einzige ja ist, was sich nicht ändert. Ist das so krank? Bruder. Ich glaube, hier war ich noch nicht, oder? Aber gleichzeitig sind meine Mons auch übelst low. Muss auch gleich wieder zurück zum Pokémon Center. Ich glaube, ich spam einfach Hypertränke. Ja, fühle ich. Junge Rihornio? Da habe ich keinen Bock drauf eigentlich. Also. Ah, Steve, du kriegst es hin. Jawohl. Der Burnerinius. Wichtig und richtig. Und jetzt Jiggersauger und der Teil ist dead. Und dann bin ich auch bei der Arenaleiterin. Oh. Eigentlich wäre es wirklich witziger gewesen. Aber nicht in dem Projekt, aber allgemein. Für, keine Ahnung, Versus, Soul Link oder allgemein Cage Locks ohne Extreme Randomizer. Wenn wir alle Arenaleiter zu Double-Kämpfen gemacht hätten. Oh ja. Kann man sich fürs nächste Mal merken. Das wäre, glaube ich, richtig krank. Was ist? Kann man sich fürs nächste Mal merken. Oder an sich halt alle wichtigen Kämpfe, Double Battle oder so. So, ich weiß nicht, warum ich das Game gespeichert habe. Aber jetzt Angewohnheit immer vor jedem Arenaleiter. Sicher so. Ist sicher. Was ist? Sicher ist sicher. Ohne Scheiß. Aber das ist irgendwie Standard. Ich glaube, das macht, ne, nicht jeder, aber viele, glaube ich. Einfach speichern vor Marienleiter oder vor jedem wichtigen Kampf. Immer speichern einmal. Oh Gott. Ich hätte meinen keine Ruhe Gewalt. Weißt du nicht. Heal-Ender, let's go. Geht ihn zurück. Almost. Feenschloss. Ah. I mean, fine by me. Ich war eh schneller. Tschüss. Das überlebt er. Und auch noch Nebelfeld. Da hätte ich jetzt mal eine Feenattacke. Ich meine, das würde mir nichts bringen, aber hätte ich mal eine Feenattacke. Ja gut, die wird heilen, ne? Die wird heilen. Ich bin minus 2. Ja, Feenattacken werden ja nicht gestärkt. Ja, ja, ich weiß. Kannst halt nur nicht gestattet werden. Ja, und Drachenattacken sind, glaube ich, um 50 genervt, ne? Ja, oder aber 25. Ich glaube, das Pokémon muss aber den Boden berühren. Also auf deinen Elektroball gilt es zum Beispiel jetzt nicht. Weil du wirst ja vom Feenfeld beschützt. Ja, ja. So rum funktioniert das. Ja. Ist ja bei jedem Feld so. Auch beim Elektrofeld. Du musst ja das Boden berühren oder das Grasfeld oder so. Ja, einschaut. Ja. Okay, gut, dann vielleicht kann ich mich setupen. Maybe. Alter, das CM-Elektroball einfach. Knuddler. Gar kein Schuss geschlagen. Senior. Der von Spore. Uff. Nochmal Feenschloss, okay. Dann nochmal ein Gigasauger. Das sollte in Trank-Range sein. Sollte. Aber ob sie ihn nochmal heilt, weiß ich nicht. Ich riskiere es nicht. Ach, ich wusste es vom Gefühl her. Ich wusste es. Deswegen wollte ich eigentlich nochmal einen Gedanken gut machen. Ach, Mann. God damn it. Alter, Bomber. Und hier. Ja, dann mache ich ein Siedewasser, I guess. Und hoffe auf einen Burn. Er hat keinen Special Attack. Er hat keinen Special Attack. Mein King da. Der wollte Frost auch lernen. Die Attacke von Kyurem White. Warum lernst du nicht die von Kyurem Black? Das wäre so krank gewesen. Die zwei Runden hätte ich ausgehalten.
Ah, schade. Okay, Relikant. Oi. Oi. Hier, du bekommst mich. Ich glaube, ich heile einmal auf ganz gechillt. Ah, sie hat dasselbe Mon gegen uns eingesetzt. Yes, Poison. Schmarotzer. Das ist Eid, das ist Eid. Ich kann Jigger saugen. Sehr effektiv sogar. Gib mir dem Juicy. HP. Okay, ich dachte, das macht mehr bei dir. Ich hätte das Gefühl, ich hätte das Wrestler Dero Sword Dance. Who knows? Oh no. Oh no, das Bier-Pokémon, das kann Explosion. Ich mach Siedewasser. Ich hoffe direkt auf den Burn. Ich will keine Explosion haben. Oh. Das war ein Crit. Der überlebt mit dem unsichtbaren Fokusgurt. Alter. Okay, er könnte jetzt schneller als ich sein. Muss aber nicht. Eisplitter, okay. Das hat sehr weh getan. Aber ich bin durch, zum Glück. Oh, sie macht es mir einfach. Sie kriegt einfach Abgesang mit Gengar. Okay. Ich imagine, das hat jetzt noch Arena Trap. Oh, never mind. Jetzt ein Hypertrank ein. I mean, wir versuchen es gleich. Das wäre jetzt die ultimative Randomizer-Kombo. Nee, 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 wir risken nichts. Und der kommt ja irgendwie mit Spukball an und was weiß ich. Alright, ja. Ging eigentlich ganz gut. Ja, bei mir auch. Ups, ich bin so dumm. Sie gibt einem Zauberschein, right? Mhm. Kann ich leider keinen Mon beibringen. Leider! Ich glaube, ich auch nicht. Alter, redet sie lange. So, ich freue mich schon aufs Cage-Match. Das wird lustig. Safe, safe, safe. Safe. Safe, safe. So, ja. Wenn du das gewinnst, haben wir gleich Start. Bin ready. I know. Gut, Freunde. Wir bereiten uns aufs Cage-Match vor, würde ich sagen. Machen hier einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns vor der Teamauswahl, wie immer. Bis gleich. Haut rein. So, Cage Match Arrhenius Time. Ich habe von den Typen, die er da hat, gar keinen Plan. Ich weiß nicht, ob er einen Plan hat von meinen Typen. Wahrscheinlich. Denke ich. I don't know. Ich habe halt überlegt, ob ich Ho reinwechsle oder Capoeira. Capoeira kann ich so ein bisschen Storly-Morly. I don't know. Ho ist halt extremst schnell. Wie gesagt, die Typen von ihm kenne ich nicht. Aber ich glaube, er hat jetzt auch nicht wirklich eine Psycho-Schwäche. Und wir haben ja das Problem, dass auch wenn wir sehr effektiv sind, trotzdem neutral treffen oder alles resisted ist. Was ich bis heute nicht verstehe, weil er trifft uns, wie unser Typ in-game ist, ne? Sehr effektiv, immer, aber wir nicht. I don't get it. Ich glaube... Wen wird er reinwerfen? Sehr gute Frage. Vom Gefühl her würde ich Kingler sagen. Ich weiß aber nicht, was für ein Typ der ist. I don't know. Ich glaube, ich gehe mit Ho rein. Ich weiß es nicht. Ich war am Überlegen, ob ich wirklich Capoeira nehme. Für den Content Metronom. Aber das können wir uns ja immer noch aufsparen. Okay, ich bin ehrlich, ich habe gar keine Ahnung, wie ich da reinschicken soll.
Ich sage, ich könnte jeden reinschicken, ne? Ich könnte sogar Tim reinschicken, theoretisch als Neuankömmling, aber weiß nicht. Das Moveset ist noch nicht so ganz stimmig. Ich muss mir nochmal das Valreise angucken. Ich habe das so wenig genutzt, ne? Das ist hastiges Wesen. Wir haben Lavasturm, Giftblick, Lichtkanone, Surfer. Haben einen ganz guten Spezialangriff eigentlich. Mit Lavasturm müsste man ihn halt hitten. Und dann halt hoffen. Wir sind Giftkampf. Wenn er mit irgendeinem Psychotyp ankommt, habe ich ein Problem. I guess. Aber ich nehme den jetzt einfach. Weil der ist ja kraftbar, weil ich habe schon Giftmon. Ich glaube, Kampf jetzt nicht. Nee. Deswegen geben wir einfach mal No Fucks Given einfach mal mit dem rein und gucken mal, was da passiert. Ja. Der sollte auf jeden Fall wenigstens etwas machen. Der muss halt nur sein, wie Heatran sein Lavasturm halt hätten. Das ist wichtig. So, weil es ist schon witzig. Aber ich glaube, Capoeira ist nicht tanky genug. Special maybe, ja. Aber der hätte da sehr viele physische Attacker. Valreisa, was tanky ist. Typen? Kein Plan. Kein Plan. Klimaschutz. Gut. Ich gehe für den Psychoschub. Ist mein stärkster Move. Macht jetzt nicht wirklich gut Schaden. Lavasturm, wir werden die Attacke ab. Das ist schon mal huge. Konnten sich Elektro-Pokémon Gen 6 noch paralysieren? Also kann man die noch paralysieren? Wenn er mit Elevoltech leadet, dann gehe ich glaube ich nicht auf Giftblick, weil ich bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, ob der da paralysiert werden kann. Wir leben mit Valreise auf jeden Fall. Und er kommt mit Ho. Elisat, okay. Boah, keine Ahnung, was der ist, ne? Aber ich glaube. Ich glaube, selbst mit Giftblick outspeed ich den nicht. Ich gehe auf den Lavasturm. Psy-Schub. Eigentlich hätte ich dran sterben müssen. Unlucky. Wenn der Typ Feuer ist, obwohl wir jetzt minus 2 sind, sollte Surfer, glaube ich, gut Schaden machen, oder? Hast du resisted? Das ist resisted. Ich gehe auf den Giftblick. Ich gehe auf den Giftblick. Gut. Keine Ahnung. Ach. Das ist jetzt scheiße. Geh da lieber auf den Lavasturm. Dann schauen wir mal. Und die Fullpower. Das ist jetzt richtig scheiße. Ich gehe weiterhin für den Donnerblitz. Er hat auch Surfer. Auch resisted. One crit. Ist der Pflanze? Wir haben halt keine Feuer- oder Flugattacken. Jeden Fall überlege ich sogar, ihm wirklich den Win zu geben, weil eigentlich hätte ich sterben müssen.
Weil es ist vierfach effektiv. Das ist richtig weird. Gewinnen können wir es eh nicht, weil wir paralysiert sind. Aber ich bin mal gespannt, was er gleich wieder sagt, was für ein Typing das ist. Weil Wasser resistet, Elektro resistet, kann Pflanze sein. Ich bin aufs Typing wieder gespannt, was er gleich sagt. Wahrscheinlich sagt er irgendwie Eis oder Flug oder so. Safe. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Kann ich irgendwie sehen, was für ein Typing ich habe? Da steht Giftkampf. Sehr seltsam. Nach wie vor. Nach wie vor. Ja, das war der Kampf. Und damit sind wir wieder zurück und wie ich es bereits in meiner Aufnahme gesagt habe, gebe ich Mims den Win, weil, naja, also der Psycho-Schub war schon sehr vierfach effektiv und im Kampf war es halt neutral. Und eigentlich hätte das Walreiser instant droppen müssen, weil es war ja schon knapp über die Hälfte bei einem neutralen Hit. Das heißt, bei vierfach Effektivität wäre das halt instant gedroppt, so. Ja, und das, dann verstehe ich das auch wieder nicht, das habe ich auch in meiner Aufnahme gesagt. Donnerblitz und Surfer resisted. How? Pflanze. Ja, ich dachte auch dann, okay, muss Pflanze sein. Aber dann habe ich auch gesagt, der wird wahrscheinlich jetzt gleich wahrscheinlich Flug oder so sein. Aber trotzdem ist resisted. Ja, okay. Und am Ende war es Giftkampf, was eigentlich schon instant hätte droppen müssen. So. Ja, es ist... Ja, keine Ahnung. Aber Ehremann, Kuss geht raus. Jetzt hatten wir beide den Dingens, den Sportsman-like. Einen Win habe ich dir gegeben beim zweiten Orden. Jetzt gibt's mit dem beim sechsten. I mean, man konnte es ja nicht wissen, dass Extreme Randomizer so behindert ist. I guess. Also so online behindert ist voll. Ja. Also wenn wir sowas machen. So mit Typenänderungen und so, dann auf jeden Fall mit Custom-Formen, wenn ich die vorher ändere. Also durch mit meinen Custom-Formen, weil das habe ich dir bereits erklärt. Da habe ich ja schon mal Online-Kämpfe gemacht und da war alles Gucci. So. Bei Extreme Randomizer. Keine Ahnung, was sich das Game denkt, Real Talk. I don't know. Vielleicht ist es auch weil nur bei X und Y so, weil es hat doch immer schon Probleme gehabt, oder? Das kann sein, ja. Das kann sein. Wir müssten das mal irgendwann. Wenn wir wieder eine Cage-Lock machen möchten oder so, mit Auras oder was weiß ich in Zukunft, müssen wir das mal vorher testen und gucken. Ja. Vielleicht ist es nur bei X und Y so, weil X und Y sind eh sehr spezielle Games. Sehr, sehr spezielle Games. Ja gut, dann mein Elisard darf ein Item tragen. Yes. Und ich nehme... die Frage, was? Ich werde bis nächstes Mal gucken, was ich jetzt ins Team aufnehme. Wenn ich ein Feenjuwel gebe und das sich dann aufbraucht, ist das Item dann aufgebraucht? Eigentlich schon, oder? Ja, ja, nur bei Online-Kämpfen nicht. Ja, ja, aber ich meine, dann da darf ich ihm kein nächstes Item mehr geben, weil er hat ja sein Item dann aufgebraucht. Nee, du darfst ihm doch immer Items geben, das ist ja die Sache. Okay, gut, nee, ich wollte das nur klarstellen, weil wir das ja nicht vorher gesagt haben bei Juwel-Items. Achso, ja, nee, ist klar. Du kannst ja auch das Item immer rum hin und her wechseln. Hauptsache, der trägt halt ein Item. Also, das ist ja so die Sache. Naja, okay. Dann habe ich ihm erstmal ein Schlauglas gegeben. Aber was anderes habe ich nicht. Ich habe auch keine Feenattacken oder so, leider. Zauberschein lernt er auch nicht. Naja, it is what it is. Okay. Ja gut, dann würde ich, denke ich mal, das Ganze jetzt abmoderieren. Ich würde nur noch mit den Dudes hier labern. Mehr auch nicht. Jo. Gut, ja, die nächste Folge ist wieder bei Mims. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir haben einen coolen Gleichstand auf jeden Fall. Noch zwei Orden und das könnte am Ende wirklich bei einem 4-4 stehen. Ne? Und dann wäre das bestimmt ein richtig crazy Endgame-Match, würde ich jetzt einfach mal sagen. Boah, das wäre richtig krank. Selbst 5-3, ne, ist nur 2 Differenz. Wenn man clean
durchs Endgame durchkommt und dann mit 2 Mons gewinnt, you know? Ja. So. Also, egal was passiert, es wird... Was war das? Holy shit. Egal was passiert, es wird mega spannend. Mega spannend. Ja, immerhin das auf jeden Fall. Gut, wie gesagt, danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, falls es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall bei Memes vorbei, abonniert seinen Kanal, wenn ihr die nächste Folge nicht überpassen wollt. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag, guten Tag, live, macht's gut. Peace.